So, A-Deck, MNL und Crystal. Boah, die direkt Gas geben im Haus. Boah, wo ist der Refrag? Sehr gut. Boah, wie viel Gas er gegeben wird, krass. So, B schon raus? Boah, was ist ein Doppelfake jetzt hier? Und der geht, glaube ich. Boah, der geht komplett auf. Christ gerade am Schieben. So, wichtig, dass sie ihn jetzt machen. So, ein Christ kann jetzt gleich ein Go ansagen am A. Gut, dass er noch tot ist. Hat sogar noch gut viel Equipment. Vielleicht kann er damit noch was reißen. Boah, der ist eh zu hoch, glaube ich. Ja, wobei, doch, gut Schaden gemacht. Und nutzt er gut die Smoke? Oh, da sieht ihr ihn doch. Sehr schön gemacht von Crystal. So, Bomben damit down geschossen. Also jetzt nochmal mit der Flash rumziehen, Flash von Crystal. Boah, die T's haben eigentlich fast keine Chance, hier mehr zum Planten zu kommen. Bombe ist dort immer noch davon, irgendwo down. Boah, Wake, schöner Headshot. Jetzt bei der CDBs wissen die T's natürlich auch. Boah, Wake! Warum geben sie dir die Runde ab? Auf geht's, Solek. So, und jetzt einfach weg. Oh, er kommt nicht mehr weg. Oh Mann, die Pistole geht so mit an die Russen. Boah, aber warum zielen sie da auch die ganze Zeit? Frage ich mich gerade. Ah, irgendwann müssen sie den Punkt finden, wo sie einfach defensiv stehen. Und die T's kommen lassen. Ich meine, die Bombe war nicht gepickt. Sie hören genau, wann gelegt wird. Das müssen sie anders handeln. Schade. Dabei fing die Runde eigentlich relativ solide an. Schuss von Rack. So, alle noch in der Mitte versammelt. Rack vielleicht mit ein bisschen Timing jetzt noch ein Frag. Ne, Wake zieht er kurz ab. Und Manuel und Crystal noch. Schade, aber gut Damage an Wake gemacht. Vielleicht kann den Felix noch finishen. Sehr gut, er hatte sogar die Bombe. Hätte vielleicht abgeben sollen. Noch ein. Oh, die T's spielen super gut runter. Aber dennoch eine schöne Eco, drei Waffen aus dem Spiel genommen. Das lässt doch mal hoffen. Und darauf kann man aufbauen. Den Eco hingegen haben sie keine Probleme und ich wollte kurz retryen. Das sei hiermit getan. Und der Balken müsste jetzt eigentlich wieder weg sein. Ja, ist er auch. So. Nichts verpasst. Felix alleine am B und Rest A orientiert. Boah, schneller Mitte Push. Und das Kibaken direkt zurückgedrängt. Z-Nation weiß es eigentlich, dass sie ultra aggressiv sind. Und Action House sind sie auch durchgepusht wieder. Nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, da geben sie für meinen Geschmack zu viel Gas dort im Haus. Warum warten sie dann nicht einfach? Wenn sie schon so weit vorn sind, war es leider halt nicht drauf.
Wusste nicht, ob die T's das wussten, dass sie da offensiv sind. Boah. Schon wieder ein krasser Headshot von Wake und Felix kann da am Ende auch nichts mehr machen. 4 zu 0, also auch wenn ihr Alter gerade kassiert, eigentlich, sie müssen nicht mal. Wenn sie schon mit da oben Kontrolle haben, Haus, gut, wenn sie da reinpushen wollen, dann sollen sie es halt machen. Aber dann so weit vorzugehen, achte ich ein bisschen als unnötig. Ja, vielleicht die Chance, in der Eco was zu reißen. Die sieht da wieder ganz gut aus für Alternate. So, wieder drei Waffen geholt. Also in den Ecos holen sie hier mehr Waffen als in den Equipped Rounds. Und tschüss. So, jetzt bitte mal endlich anfangen, Runden zu holen. Geld ist vorhanden, M&L mit Aave. Zeigt sich allerdings keiner. Auch er kriegt das Smoke, aber vorhin die von den Finnen, die war schon besser. Solek endlich mal First Track auch für Alternate. Solek bekommt mehr zu tun. So, wer ist noch am B? Felix, hat er richtige Probleme, hat er nur 30 HP, stirbt. Oh, wieder Unterzeit für Alternate. Vielleicht hier auch schneller Retake. Gute Smokes von Z-Nation. Boah, und da rechts. Lol. Also den hätte der T auf jeden Fall haben müssen. Nur noch Rack gegen 2. 15 Schuss hat er noch. Schafft's aber nicht. Mann, Mann, Mann. 6-0 jetzt schon für die Russen. Schon. Also es wirkt auch sehr hektisch bei Alternate alles. Bego. Vielleicht haben sie damit weniger Probleme. Schöner erster, schönes Reflex von Felix. Gut den Go aufgehalten und alle da drin versammelt. Und das sieht doch mal nach einer Runde aus. Ja, wobei man sollte taktisch vom Abend loben. Gutes Move von M&L. Oh, das Flagship auch jetzt schon wieder die Unterzahl. Mit 2 T's relativ angeschlagen. Oh, alle T's low. Schöner Bang. Oh, beide gerade blind. Aber ein T ist in der Küche. Boah, super Move von Fabi. So, Crystal wird auch gehört. Nein, da war er doch. Oh Mann. 7-0 schon. Das ging fix. Krass. Da macht Felix da schon 2. Sehr seltsames Spiel. Gerade. Wieder B-Rush. Blind der einfach ist. Oh, sehr gut. Ah, schade. Zweiten hätte ich ihm fast noch gegönnt. So, Rack ist da. 3 gegen 3. Ah, wieder fällt mir da die Frags, aber ich meine, ist eh eine Eco. Also, ich bin gespannt, was Alternate jetzt mal umstellt. Ob es überhaupt umstellen ist. Ich meine, eigentlich müssen sie ja nichts groß umstellen. Ich meine, sie müssten halt einfach irgendwie mal nur decken. Und sich nicht einfach überfahren lassen. So, wieder gibt es einen Mitte-Push. Da hat man die Flash über die Mitte gesehen.
Und Kibaken deckt extrem weit hinten. Hat jetzt den CT gesehen. So, jetzt machen sie es gut, dass sie am A nicht wieder wie Bekloppte durchs Haus fahren. Boah, Rack stimmt aber Mitte unten. So, auch kein Refrag da. Wobei das natürlich auch schwer ist, einzusetzen. So, die wissen, daraus kann man eigentlich was schließen, wenn sie dorthin gehen, dass sie irgendwie zum A was machen. So, MNL, entscheidende Pose jetzt. Aber kein, noch kein Go. Sie warten jetzt, kommen sie über Connector hoch. Crystal. Oh. Schießt einen nur an. Boah, MNL einen Tick zu früh, vielleicht rumgezogen. So legt noch auf Spot, macht einen. Und nur noch Felix gegen 3 stirbt auch. 9 zu 0. Was eine Demontage hier gerade. Also die Aufstellungen klappen überhaupt nicht. Wieder hat man Mitte eingenommen. Dann. Ich glaube. Rack ist dann wieder runtergeschoben. Ist dann unten gegen Keller gestorben. Vielleicht sollte er einfach Mitte oben bleiben. Wieder Mitte-Push von Solek. Ui, mit der Smokebug. Wird endlich mal was Action eingenommen. So, aber wieder... Guck mal, wie viel Kontrolle sie haben. Und Felix ist immer noch alleine am B. Das kann eigentlich nicht sein. Sie haben Mitte ausgeschlossen. Sie haben... MNL ist schon hier. Und jetzt schiebt Crystal erst rüber. Also wenn der Go früher gekommen wäre... Dann hätte ich die Runde fast schon wieder abgeschrieben. Wichtig. Jetzt, wo finden die Fläche? Jetzt, wo sind die Granaten da oben? Und haben sie verschoben. Sehr gut. Das scheint doch mal die erste Runde zu sein. Aber A ist komplett offen. War sehr gut. Solek hat es selbst gehört. Hat man schön gesehen, wie er sich in die Wand gedreht hat. Nicht um die Boxen zu verfolgen, sondern um die Steps besser zuzuordnen. So, jetzt vielleicht eine Flash drüber. Boah, wenigstens MNL mit dem Refake und macht nochmal eine gute Runde von der MNL, aber auch von Felix am B. Und da ist es die erste Runde. Wenn man jetzt noch 6 City-Runden hinlegt, dann ist das Spiel eigentlich sogar noch drin. Gut Action eingenommen. Die Mitte wird gefeilt. Diesmal geht man nicht so viel Risiko ein. So, aber Connector muss man aufpassen. Drax steppt da wie ein Bekloppter. Hier wird jetzt abgeflasht. Jetzt einer durch. Boah, der ist schon im Connector. Und Solex hat er nicht die Ansage bekommen. Okay, Backen ist rechts von ihm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Crystal noch im Haus. Kann auch keinen mehr machen. Und da geben sie direkt wieder die Runde ab. Die Nachfolgerunde. Boah, krasse Banks. Krasses Pre-Fire. Die Russe spielt auch super runter. Da geht keiner irgendwie... unnötig vor. 10 zu 1. Da war so viel drin. Das verstehe ich nicht, warum man die ersten Runden so extrem Akku gespielt hat. Vorhin haben mir die Russen nicht so gefallen. Aber vielleicht lag es einfach daran, dass die Gegner besser waren.
No offense. Wieder aggressiv. Jetzt kriegt Truck endlich mal den First Track. So, Solik sollte sich jetzt einfach so die Get Right Pose da oben rechts suchen im Eck. Und dann einfach warten. So, er hat in ein Haus gepusht. Oh, jetzt hört er die Steps. Und wie viel kann er jetzt machen? Eins. Prefire. Oh. Bei Wechsel auf Awe. Also, wenn er da auf einmal geht, muss er vielleicht mal komplett weg. So, schön von Solex setzt er den Free-Frag und nur noch Fabi. Also, zweite Runde. Vielleicht nochmal ein 11 zu 4. Wo ist denn Solik gestorben? Oh, Mitte gegen die Arme. So, jetzt ist der Go schon. Crystal muss Connector haben, hat er aber nicht. Boah, Rack stimmt auch gegen die Arme, Mitte, die da noch gewartet hat. Alter, die haben echt, boah, keine Chance hier. Die laufen überall in die Ts rein. Aber mehr als Mitte Push scheinen sie irgendwie nicht drauf zu haben, also. Ich weiß nicht, also wenn man da schon immer stirbt, dann vielleicht mal auch kurz auf sich spielen und dann direkt von hinten retaken. Aber das ist mal keine überzeugende Leistung von Alternate. Leider, leider, leider. Schneller A-Split direkt. Mach auch nur mit Pistol. Boah, er macht auch keinen, aber zwei gut low. Solik pusht auf Spot. Boah, da fallen sie echt. Die T's. So, jetzt einfach warten. Bessere Posis suchen. Was? Warum geht der da auf Frag? Also. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wenn die Bombe gelegt wird. Hittet er sogar aufs Wort. Oh! Schöner Schuss von Crystal. Boah! Schöne Shots da. Also, wenn man hier Alternate für was loben kann, dann für teilweise gute Einzelaktionen. Aber sonst ist hier leider nicht gerade viel Gutes anzusehen. Ich hoffe einfach mal, dass sie die Pistol sehen und wir hier noch ein bisschen ein paar spannende Runden erleben. Aber wenn die Deutschen jetzt hier direkt die Pistol abgeben, dann GG, sag ich mal. Ah. So, so B-Split. Boah, aber drei Mann am B. Wake mit ersten, Wake mit zweiten. Boah, was der Junge drückt, ey. Boah, Aero stirbt. Aber T's räumen auf. Eins gegen zwei. Fabi über kurz. Kein Kit.
Nee, er scheint sich sogar überhaupt rauszukommen. So, dort wird MNL auf ihn treffen. So, jetzt sind die Steps. Sehr gut. Aufgesetzt. Kämpfen und siegen. Mal hier das Motto von TT Dragons fast, glaube ich, zu missbrauchen. Oder Snowguard? Ich glaube, es war Snowguard. Pre-Aim davon, Felix. Aber gut. Da wird auf die Smoke gewartet, wird auf die Flash gewartet. Sehr schön. Und jetzt rechts das Eck checken. Boah. Schön, wenn das abgelenkt war. Wenn das bewusst abgelenkt war. So, Pussy von Kipphaken bekannt. Und ja, eh tut weh. Oder auch nicht. So, da gemacht's. Aufgesetzt zum Comeback. Oh, Alamabia Mitte. Oh, nicht, dass sie auch so ein Flash-Go spielen. Das tun sie auch. Rack müsste eigentlich Gas geben. Macht er jetzt auf, für meinen Geschmack ein bisschen zu spät. Boah, das hat er jetzt kaum eine Chance da auf Distanz mit der Gummelwaffe. Boah. Setzt trotzdem Headshot. Wake gegen zwei und er kann das sogar machen. MNL low, Rack. Auch relativ low. Und er schaltet direkt, geht B. Jetzt gar noch eine Flash. Zum Glück ist das Holz noch nicht kaputt. Oh, Session Rack hat ihn gesehen. Gute Runde, Mann. Also, was heißt gute Runde? Nochmal gut gerettet. So, Aave vielleicht bei Maybe She Will. Ich glaube, ich habe eine gesehen. Und direkt die Fläche in die Mitte. Ich hätte mal schnell Argo zu werden. Boah, zum Glück verschießt er da. So leckt derjenige über der Mitte kommt. Ich glaube, sie warten gerade noch auf ihn. Boah, wie spät er ihn gesehen hat. Sehr wichtig. Jetzt noch ganz kurz warten und jetzt der Go. Sehr schön vom Timing eigentlich. Boah, Kibaken muss da sterben. So, CTB ist jetzt nicht dumm sterben. Schöner Headshot von MNL. So, Solik jetzt vielleicht safe spielen. Oh, schade. So, jetzt irgendwie absmoken, flächen. Ah, sie haben keine Smoke mehr, haben nur noch Kit HE. Flash HE, wollte ich sagen. Jetzt liegt doch mal die scheiß Bombe da. Alter, was sie geben? Aber was macht Alternate denn da? Warum können sie nicht einfach mal irgendwas abflächen und da die Bombe legen? Was warten sie denn da so lang? Krass. Oh Mann. Auch bitter von Solek, dass er da vorgelaufen ist. Weil man natürlich nie genau weiß, was die Ansage ist. Und was er davor hat. Also will ich ihm jetzt da nichts großartig vorwerfen. Warte, jetzt liegt tatsächlich eine Eco ein. Ja. Zwei Leute können auf jeden Fall nicht kaufen. Oh, da gibt es sogar noch einen Teamfrag. Wie bitter das ist. 14 zu 6. Spielt nochmal den gleichen Go.
Solex sneakt sich durch die Smoke. So, hört jetzt, dass es kurz offensiv ist. Mal schauen, ob er das Duell gewinnen kann. Zieht sich weg. Jetzt der Go am A. Boah, Haus reingepusht von Kibaken und er macht beide. Boah, zum Glück ist der die Bombe nicht down. Wake macht auch Solex in der Mitte. Boah, Crystal, gut, dass er da Haus macht. Und Rack zieht ihr bis durch, wenn Crystal jetzt nicht stirbt. 11 HP. Gegen 3. Da ist auch schon vorhin. Eieieiei. Oh Mann, oh Mann. Ich muss dann leider mal gucken, gegen wen Zed Nation schon gewonnen hat. Verzweifelter Kurzgo. B-Split. Boah, was ein guter Molly. Was ein guter Molly. Da kommt schon das GG. Also wird nicht mal auf die Mates vertraut, nur nach Crystal am Leben. Mitte oben. Das macht natürlich Hoffnung, wenn man hier als einziger Überlebender noch da ist. Und sagt tschüss, Crystal. 3, 2, 1, tot. Jetzt 16-6 verliert Artnate. Ziemlich unverdient, muss man sagen. Wenn sie die ersten Runden nicht so komisch spielen, dann sieht das Spiel vielleicht ganz, ganz anders aus. Denn so krass war, fand ich Z-Nation jetzt gar nicht. Klar, sie drücken, aber das spielt natürlich auch ein bisschen immer in die Karten, wenn der Gegner gerade nicht ganz so gut drauf ist.